Nach fast 2 Jahrzehnten kehrte die Elite der Catch-Wrestling-Szene in Form der Austragung der Weltmeisterschaft 2015 nach Graz zurück. Veranstaltungsort war die Schlossbühne Kasematten. Graz, Steiermark, seid ihr alle gut drauf? Die ersten, die in den Ring stiegen und den EM-Qualifikationskampf absolvierten, waren Adrian Severe aus Bozen und James Mason aus London. Adrian Severe ging bei diesem Kampf als Sieger hervor. Als nächstes gab es einen Teamkampf 3:3 zu sehen. Dennis Zina aus Kindberg, Tom Tornado Gatschelhofer und Tom Torpedo Schruff, beide aus Graz, hatten Sultanov aus Tschetschenien, Valentin Krischtschow und Damon Brix aus Bulgarien als Gegner. Das Team Catch Wrestling Dojo flog gleich zu Beginn schneller aus dem Ring, als sie schauen konnten. Obwohl sie aus diesem Kampf als Verlierer hervorgingen, wurden sie vom heimischen Publikum wie Sieger gefeiert. Tom Tornado Gatschelhofer und Tom Torpedo Schruff. In der EWA Internationalen Meisterschaft, wo der Titelhalter Max aus Weiz den Herausforderer Demolition Davis zur Strecke bringen sollte, gelang Max allerdings bei diesem Kampf nicht. Anschließend ging es weiter mit dem Teamkampf Christian Kohlen und Hakim Vakur gegen Rock'n'Roller, der Austrian National Champion und Michael Skyfire Jaric. Hakim Vakur zeichnete sich durch seine extrem unqualifizierten Äußerungen aus. Ja, ich spreche eure Scheißsprache und ihr spricht meine nicht und das macht euch so dumm! Dieser Kampf war einer der brutalsten, den die Zuseher an diesem Abend zu sehen bekamen. Für Rock'n'Roller ging es bei diesem Fight äußerst schmerzhaft zu. Er wurde von Hakim Vakur und Christian Kohlen extrem in den Mangel genommen. Auch Michael Skyfire Jaric kam bei diesem Kampf nicht gut weg. Sichtlich gezeichnet war dieser Teamkampf für sie bald verloren. Beim fünften Kampf ging es um die Catch-Wrestling-Europameisterschaft, wo der Herausforderer Michael Kovac aus Linz gegen den Champion John Moss aus Manchester antrat. Der 1,80 Meter große und 105 Kilo schwere Michael Kovac hatte bei seinem Gegner John Moss einiges einstecken müssen. Da Kovac ja bereits zum Urgestein der Wrestling-Szene zählt, war es deshalb umso bewundernswerter, dass er diesen Kampf noch herumreißen konnte und doch noch der neue Wrestling-Europameister werden konnte. Überglücklich präsentiert sich der Sieger dem tobenden Publikum. In diesem Hauptkampf geht es um die EWA Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Champion Bambi-Killer Chris Raber aus Leoben stellte sich seinem Herausforderer Mason Ryan aus Tampa, USA. Chris Raber, Aufgabe. Geben Sie auf! Chris Raber wusste von Anfang an, dass dieser Kampf eine echte Herausforderung für ihn sein wird. Sichtlich gezeichnet und mehrmals vor der Aufgabe des Kampfes stehend, konnte Bambi Killer den Kampf komplett umdrehen, wobei sein Gegner Mason Ryan nicht gut wegkam. Deshalb hieß der alte und neue Weltmeister wieder Chris Raber. Hallo Chris, zuerst darf ich da wieder mal gratulieren zum alten und neuen Weltmeister. Wie geht's dir denn? Eigentlich ganz gut körperlich. Im Moment ein bisschen angeschlagen. Das war, glaube ich, bis jetzt mein härtester WM-Gegner in Europa.
Und ich habe fast nicht einmal mit gerechnet, dass ich einen Sieg heimkriege, wenn ich ehrlich bin. Ich habe meinen Rücken sehr verletzt, das Knie auch, es war vorher schon angeschlagen. Das war jetzt schon die Grenze. Das war jetzt wirklich die Grenze. Und gewöhnt man sich drauf, Weltmeister zu werden? Na, man gewöhnt sich nicht dran. Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, aber es ist immer wieder Herausforderung. Und heute für so ein Publikum war es sehr, sehr geil. Nach 18 Jahren wurde die Catch Wrestling Weltmeisterschaft wieder in Graz ausgetragen und das Schöne daran ist, dass ein Steirer das WM-Gold bereits zum 8. Mal nach Hause holen konnte. Chris Raber, der Champion.